The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das weiße Kleid ist Bedingung. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Das Hochzeitskleid im Gleichnis symbolisiert den reinen, makellosen Charakter, den die wahren Nachfolger Christi besitzen werden. Der Gemeinde ist es gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen, dass sie keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe. Das feine Leinen, so sagt die Schrift, ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Es ist die Gerechtigkeit Christi, sein makelloser Charakter, der durch den Glauben allen verliehen wird, die ihn als ihren persönlichen Heiland annehmen. Unsere Ureltern trugen das weiße Kleid der Unschuld, als sie von Gott in den Garten Eden gesetzt wurden. Aber als die Sünde Eingang fand, trennten sie sich von Gott, und das Licht, das sie bisher umgeben hatte, verließ sie. Der Mensch kann nichts erfinden, um damit das Gewand der verlorenen Unschuld zu ersetzen. Nur die Kleidung, die Christus selbst bereitgestellt hat, kann uns tauglich machen, in Gottes Gegenwart zu erscheinen. Diesen Mantel, das Kleid seiner Gerechtigkeit, wird Christus jedem reumütigen und glaubenden Menschen anlegen. Dieses Kleid, das auf dem Webstuhl des Himmels gewoben wurde, enthält keinen einzigen Faden menschlicher Planung und Überlegung. Christus entwickelte als Mensch einen vollkommenen Charakter, und er bietet uns an, uns diesen Charakter zu geben. Alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Alles, was wir aus uns heraus tun können, ist durch Sünde beschmutzt. Doch der Sohn Gottes ist erschienen, auf dass er unsere Sünden wegnehme, und es ist keine Sünde in ihm. Durch seinen vollkommenen Gehorsam hat er es jedem Menschen ermöglicht, den Geboten Gottes zu gehorchen. Wenn wir uns Christus völlig hingeben, dann ist unser Herz mit seinem Herzen verbunden. Unser Wille verschmilzt mit dem Seinen. Unser Denken verbindet sich mit dem Seinen. Die Gedanken werden ihm unterworfen. Wir leben sein Leben. Dies ist es, was es bedeutet, das Kleid seiner Gerechtigkeit zu tragen. Wenn der Herr uns dann anschaut, sieht er nicht das Kleid aus Feigenblättern, nicht die Nacktheit und die Entstellung der Sünde, sondern sein eigenes Kleid der Gerechtigkeit, welches ist vollkommener Gehorsam gegen Jahwehs Gesetz. The Lord is coming. Are you ready?